Einen schönen guten Morgen und willkommen zu Ideas Daily TV. Momentan wechseln sich beim deutschen Leitindex Gewinne und Verluste ab. Gestern waren wieder einmal die Bären am Ruder. Der DAX dümpelte lange Zeit vor sich hin, aber kurz vor Handelsende rutschte er dann doch deutlich ab und schloss bei 13.664 Punkten, ein Minus von 0,9%. Blicken wir voraus auf den heutigen Handelstag und damit an die Börse Frankfurt zu unserer Korrespondentin Johanna Krämer. Schönen guten Morgen. Johanna, wie könnte der DAX heute in den Tag starten? Was sind seine Vorgaben? Schönen guten Morgen, lieber Marco. Es sieht danach aus, als würden wir wirklich nahezu unverändert in den letzten Handelstag dieser Woche starten. Die Vorgaben sind ein bisschen gemischt. In Japan hatten wir schon den Nikkei aus dem Handel verabschiedet, und zwar mit einem Minus von 0,4%. Außerdem sehen wir den Hang Seng im negativen Bereich und der Shanghai Composite hat ein kleines Plus zu verbuchen von aktuell 0,3%. An der Wall Street, da sah man gestern dann wieder, dass sich die Sorgen bezüglich des Coronavirus bemerkbar gemacht hatten. Und zwischenzeitlich fiel der Dow Jones sogar unter die Marke von 29.000 Punkten. Auch der marktbreite S&P 500 und der techlastige Nasdaq notierten im negativen Bereich zum Handelsende. Und der Dow verlor aktuell gestern 0,4%, konnte sich aber immerhin wieder über die Marke von 29.000 Punkten retten. Beim DAX muss man sagen, dass sich dieser gestern wirklich tapfer gehalten hat, zumindest bis kurz vor Handelsende, denn dann ging es deutlich bergab. Es war natürlich die schwache Wall Street, aber eben auch das Coronavirus, was hier wieder aufs Tableau kam. Denn es gab ja die Zahl der Neuinfizierten, die zwar deutlich zurückging, nichtsdestotrotz gibt es eine neue Zählweise von Seiten der chinesischen Regierung und die sorgt natürlich für Verwirrung. Zahlen gab es heute schon von der Allianz, wie die am Markt aufgenommen werden. Das sehen wir dann alle spätestens zum Handelsauftakt. Vielen Dank nach Frankfurt, Johanna. Ja, das war der Ausblick auf den heutigen Handelstag. Was folgt, ist nun die Marktidee. Heute ist dies United Internet. United Internet wird Trikotsponsor von Borussia Dortmund. Der Aktie tat die Meldung gestern sichtlich gut. Das Papier war stärkster Wert im MDAX. Auch charttechnisch gibt es positive Nachrichten. Der Kurs brach aus einer mittelfristigen Trading Range nach oben aus und damit ergeben sich jetzt neue Kursziele. Wo sich diese befinden, können Sie gerne nachlesen in einer ausführlichen Chartanalyse unter www.ideas-daily.de. Ansonsten sehen wir uns am Montag wieder mit Ideas Daily TV. Das heißt, ich wünsche Ihnen jetzt ein schönes Wochenende. Machen Sie es gut.